Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trüberbrook, hier am allseits bekannten Baumhaus, in dem man sich vor Aliens schützt. Ich habe nachgeschaut und ich bin verwundert, denn ihr werdet gleich sehen, was ich machen werde. Und ich frage mich, warum das nicht einfach vorher schon ging, denn, naja, weißt du? Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Okay, da war das falsche Teil, dann eben nochmal das hier. Entschuldigung, ist das Helium in Ihrem Tank? Genau, zum Befüllen der Wetterballons. Siehst du, das hat er nämlich vorher nicht gemacht. Ich habe mir das doch angeschaut, oder? Naja, jetzt geht's wenigstens weiter. Hallo? Guten Tag. So, genau. Und jetzt müssen wir hier fragen. Soweit habe ich gelesen, weiter aber noch nicht. Und ich hoffe, dass es dann besser läuft. Könnte ich mir etwas von Ihrem Helium abzweigen? Ich will Ihnen wirklich nicht die Laune verhageln, aber könnte ich mir wohl etwas von Ihrem Helium abzweigen? Helium ist sehr kostbar, vor allem hier oben. Was haben Sie denn vor? Ich möchte es als Kühlmittel verwenden. Als Kühlmittel? Das funktioniert doch gar nicht. Sie müssten es herunterkühlen, bis es flüssig wird. Ach, das geht auch so. Glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin doch schließlich Physiker. Also, könnte ich etwas von Ihrem gasförmigen Helium abbekommen? Ich überlasse Ihnen etwas Helium, wenn Sie mir im Gegenzug einen Gefallen tun würden. Könnten Sie wohl für mich runter ins Dorf gehen und ein eiliges Telegramm an die Zentrale schicken? Ich kann hier nämlich unmöglich weg. Das glaubt mir kein Mensch. Jahrelang sitzt man hier. Jahrelang passiert nichts. Und dann erschlag mich doch der Blitz. Aurora Borealis über Trüberbrook. Ja, na klar helfen wir dir. Oder vielleicht später. Nee, wir helfen dir natürlich. Also gut, ich helfe Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Gasthaus unten im Ort verfügt über einen Telegrafen. Boah, was die Trude so alles kann. Tag, Uhrzeit, Art der Messung. Aber hier fehlt doch was. 7? Ist das eine 13? Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Naja, mal gucken. Ich versuche es mir zu merken. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, danke. Ja, ist ja kein Problem. Hä? Hey, nicht das Helium klauen. Ich dachte, ich darf. Hey, nicht das Helium klauen. Das hier? Hä? Ich dachte, ich darf. Willst du mich verarschen? Es ist ein Tank. Höchstwahrscheinlich mit Helium gefüllt. Ach so, wir sollen jetzt erst die Nachricht. Alles klar. Gut. Also erst den Gefallen und dann dürfen wir hier was tun. Gut, dann auf zu Trude. Die kann ja anscheinend einiges. Diese Frau kann nicht nur mit Massagestäben umgehen, sondern auch telegrafieren. Multitasking, die Frau. Sehr gebildet. So, hier, gucke mal. Trude? Hallo, Professorchen. Ja. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. Hä? Oh, nee, ernsthaft? 7, dann konnte man ja nicht mehr lesen. Enem, enem, und raus bist du. 0, 7, 1, 7, 6. Eins, null, vier, fünf,
5. Ja, das ist jetzt... 8, 2, 8, 8, 0. 4, 0, 0, 1, 8. 1, 8, 3, 2, 3. Hör das auch mal auf. 7, 7, 7, 2, 0. Wie? 2, 5, 3, 1, 5. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich hab mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Trude, ich komme wieder. Ja, wie auch? Woher soll ich denn jetzt wissen, dass wir diesen scheiß Code uns aufschreiben müssen? Boah. Die Entwickler ärgern mich. Och Mann. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder hier hochgegangen. Oh, Mann. Ich möchte so gern gute Laune verströmen, aber es gelingt mir einfach nicht. Sowas nervt mich. Jetzt muss ich da nochmal hin. Den ganzen Weg dorthin. Um diesen blöden Code halt abzufragen. So, ich nehme sofort Zettel und Stift. Ich schätze mal, bei den restlichen Zahlen müssen wir halt dann einfach raten. Hallo? Guten Tag. Könnten Sie die Nachricht noch einmal wiederholen, bitte? Natürlich. So, jetzt aber 7, weiß ich nicht, 4, 10. Das waren ja mal 4 Zahlen, oder? Weiß ich nicht, 2, 6, 0, 8, dann 4, 0, 0, 1, 8 und noch 5, 5, 5, Nase. Nee, warte mal, scheiße. Entschuldigung. Oder waren das mal 5 Zahlen? Ich habe keine Ahnung, warte mal. Ich schreibe mir das jetzt insgesamt mal auf. 7, nix, 4, 10. Am besten mit Komma hier. Weil nochmal latsche ich hier nicht hoch. Ne? 2, 26, 8. Muss wahrscheinlich auch eine 0 davor schreiben. Oh. 8, 40, 0, 1, 8. 1, 8, 1, 0, 9, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 1, 0, 3. So. Bewaffnet mit Zettel. Ich versuche es mir zu merken. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, danke. Ich finde das ja krass, dass er überhaupt versucht, sich das zu merken. Und nicht einfach sein Dingsgerät hier zückt. Weißt du? Der könnte das auch einfach nachsprechen. Das wäre viel einfacher. So. Trude, ich komme. Ich habe mir alle Zahlen gemerkt, aber bei den ersten muss ich raten. Ich höre jetzt einfach auf mein Bauchgefühl. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Trude? Hallo, Professorchen. So, Telegramm. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. So, jetzt lass mal gucken. Wir haben 7, 4, 0, 7, irgendwas und 10 hinten. Gibt's nicht. Da geht ja nur das, oder? Weil hinten ist eine 4.
Warte mal, ich mache mir mal hier einen Strich, dass ich weiß, wo die sich trennen. 7204, geht ja sonst nicht anders. 07204. So, jetzt irgendwas mit 10. Leer und 2. Hä? Was ist der denn jetzt? Hier. Nee, warte mal. Müsste da nicht hinten eine 2 sein? Hä? Ich verstehe das nicht. Raff ich gerade nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Scheiße, da war eine 10 davor. Ja, aber die 2 hat ja dann hier gar nichts zu suchen. Ich mache das jetzt nach Bauchgefühl. 1, 0, 4, 3, 5. Muss ich jetzt später nochmal gucken, was das... So, jetzt hatten wir eine 2 davor. 2, 2, 6, 0, 8. 2, 2, 6, 0, 8. Gut, dann 4, 0, 0, 1, 8. 4, 0, 0, 1, 8. Das funktioniert ja wenigstens. 1, 8, 1, 0, 9. 1, 8, 1, 0, 9. Jetzt ganz viele 0, 0, 0, 0, 3, 0. 0, 0, 0, 3, 0. 0, 4, 1, 0, 3. 0, 4, 1, 0, 3. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich habe mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Trude, ich komme wieder. Ja, das können wir gleich nochmal machen, weil ich weiß ja, woran es hapert. Hallo, Professorchen. Im Endeffekt... Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin ja. Oben... Ja, natürlich. Schießen Sie... Und zwar hapert es ja eigentlich nur bei den zweiten Zahlen, bei dieser Zehner-Kombination. Die müssen wir eigentlich nur richtig rausfinden. So, hier muss auf jeden Fall eine 4 hinten sein. 0, 7, 2, 0, 4. So, was hatte ich hier genommen? Ich glaube, die 35? Hatte ich die 35 genommen? Ich nehme jetzt mal die 55. 1, 0, 4, 5, 5. Jetzt kommt die 2, 2, 6, 0, 8. 2, 2, 6, 0, 8. 4, 0, 0, 1, 8. 4, 0, 0, 1, 8. 0, 1, 8, 1, 8, 1, 0, 9. 1, 8, 1, 0, 9. Ganz viele Nullen, 3, 0. 0, 0, 0, 3, 0. 0, 4, 1, 0, 3. 0, 4, 1, 0, 3. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich habe mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Trude, ich komme wieder. Gut, dann alles nochmal. Ich mache das immer. Trude? Hallo, Professorchen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Ich möchte für die... Ja, dann schießen Sie... Okay. 4? 0, 7... Eins. Zwei. Vier. Eins. Null. Null. Die Antwort... Ich lese vor. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation. Stopp. Danke, Trude. Ich werde die Nachricht sogleich überbringen. Ach, das war's? Ach, war's richtig? Oh, Gott sei Dank. Na dann, Sensation? Was hat die Dame denn herausgefunden? So.
So. Sagen wir da gleich mal, was wir hier bekommen haben. Ich will den Heliumballon. Gib mir dein Helium. Hallo? Guten Tag. So, ich überbringe, ja. Hier ist die Antwort aus der Zentrale. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation? Stopp. Oh, eine Sensation, hörst du? Eine echte Sensation. Bitte tu mir noch einen Gefallen. Dann kannst du dir so viel Helium nehmen, wie du willst. Hier, nimm diesen Schraubenzieher, geh zu meinen drei Außenstationen, guck rein und bring mir die Werte. Bitte, ich kann hier auf gar keinen Fall weg. Wo finde ich die Messstation? Also, eine ist unten am See, die zweite im Ort bei der Aussichtsplattform und eine dritte steht draußen im Moor. Alles klar. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, danke. Fang jetzt mal an, dir meinen Namen zu merken. Voll unhöflich, ich hab deinen auch schon vergessen. Ich weiß genau, was die meint. Und zwar sind das wahrscheinlich diese Kästen, in die wir vorher nicht reingekommen sind. Wo wir jetzt rein können. So, eins am Moor. Am Moor. Das hier. Ich dachte erst, ich kann vielleicht auch die braunsche Röhre mit dem Schraubenzieher nehmen, aber ich glaube nicht. Kann mir kaum vorstellen, dass sie regelmäßig hier rauskommt. Mal sehen. Ach so, jetzt. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Noch zwei Wetterstationen zur Überprüfung. Ach so, ich habe jetzt schon Zettel und Stift in die Hand genommen. Aber anscheinend macht der Herr Tannhauser das selbst. Das kann er sich wohl dann doch merken. Ahoi! Was uns ja nicht stört. So, jetzt hier unten war das noch. Hier. Ich habe einen Schraubenzieher und du nicht. Ich habe einen Schraubenzieher und du nicht. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja, Hygrometer sollten eigentlich nicht so nah am Wasser stehen. Naja. Nur noch eine Wetterstation zur Überprüfung. Ja, und die ist ja hier auf der Dingensstation. Ist komisch, dass wir gar nicht mehr ins Sanatorium müssen. Und was ich noch komischer finde, wer ist dieser mysteriöse Kommissar? Den haben wir halt noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Der ist vielleicht wie ein Schatten. Er taucht niemals auf, aber ist irgendwie doch da. So. Hallo. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag. Ganz schön windig hier oben. Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Das sollte reichen. Ja, schnell zurück. So. Das wäre halt schön, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen schneller ginge. So. Ja, du, wir haben alles. Ich will Helium. Gib mir dein Helium. Du kannst mein Helium haben, aber tu mir noch einen Gefallen. Hallo? Guten Tag. Ich habe hier Ihre Messdaten. Oh, das ist ja einfach unfassbar. Das ist der Nobelpreis. Hey, bleib hier. Ich muss mir das unbedingt aus der Nähe ansehen. Aber... Ach ja, behalt das Helium. Nimm so viel du willst. Tschüss.
Und da war sie verschwunden. So, gib jetzt her den Shit. Ich will jetzt hier vorankommen. Aufgepumpt mit Edelgas. Perfekt. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Hä, und das ist jetzt kalt, weil wir hier oben sind? Oder müssen wir das noch unten im See lagern, der ja auch kalt ist? Das ist ja süß, dass der das jetzt bei sich drum hat. Ja, jetzt haben wir das Ding. Und brauchen halt noch diese braunsche Röhre. Haben wir den... Ah, wir haben den Schraubenschlüssel noch. So, jetzt müsste es... Hey? Warum gehe ich hier dauernd aus dem Spiel? So, jetzt aber. Zack. Oh, Hans geht zur Seite, ich sehe halt nichts. Perfekt. Das ist die letzte Komponente für den Quantendiskriminator. Ja, ja. Schnell zu Herrn Taft. Leckt mich doch alle am Arsch! Herr Taft, es ist vollbracht. Wie ist die Lage? Geht so. Wegen des Quantendiskriminators. Ja? Ich habe leider völlig den Überblick. Am besten guckst du... Wir brauchen eine Energie, während wir in meiner Dimension hätte ich vorgeschlagen. Aber die Möglichkeit... Puh, das ist ganz schön viel Saft, den wir da brauchen. Außerdem brauchen wir einen kleinen genug... Eine Braunkörper, okay. Da weiß... Ein Inter... Eine Tat... Verstehe. Und dann... Irgendwelche... Wasser wird... Okay. Na dann wende ich das jetzt einfach hier an. Hallo? Ach, es fehlt noch was, oder wie... Das sollte funktionieren. Super, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Drei Teile noch. Gretchen hat eine Idee. Keine Zeit zu verlieren. So, jetzt noch etwas Calcium. Ach so, hier ist der Pokal. Alles klar. Hui, ja, ich versuche mal was damit. Die Hälfte hätten wir. Nur noch zwei Teile. Gretchen macht Fortschritte. Gefahr steht ins Haus. Kerntemperatur auf 15 Millionen Grad Celsius. Check. Sonnenbrille nicht vergessen. Gut. Weiter geht's. Gute Idee. Das ist es. Fast fertig. Es fehlt nur noch ein Teil. Gretchen bleibt dran. Die Zeit läuft ab. Tick-tack, tick-tack. Gerichtete Tachyonimpulse. Ja, check. So, letztes Teil. Rettet die Welt! Danke, perfekt. Das war's. Hans, wir haben ihn. Den Quantendiskriminator. Gretchen hat es fast geschafft. Die Welt gerät in Auflösung. Projektionsmatrix, check. Ha! Es funktioniert! Kapitel 5. Exit Planet Earth. Faszinierender Ort. Hallo? Ja. Hans, wo? Hier drüben. Wo?
Lazarus? Lass mich nicht allein! Herr Raumpilot, wir müssen schnell machen. Oh! Tannhauser, hier entlang. Hier? tschüss, Hans. Mach's gut. Wie weit er wohl gehen kann? Okay, das ist echt witzig. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren, wenn ich nicht so ungeduldig wäre, wie weit Hans sich von uns entfernen würde. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich glaube, das kam von links. Kann ich mit den... Ach, wir können mit denen nochmal sprechen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Denk an die Fichtenzapfen. Oh. Siehst du jetzt die richtige Welt? Leni hat es immer gewusst. Barbarossa? Den habe ich vornehmlich konstruiert, um die Station zu überwachen, wenn ich gerade auswärts essen bin. Und der letzte im Bunde, Herr Lessing. Willkommen im Kaninchenbau, Herr Tannhauser. Was war das? Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Oh, unser Freund. Barbarossa? Barbarossa, wach auf! Oha, das sieht nicht gut aus. Ohne Barbarossa bekommen wir die Tür nicht auf. Voll die geile E-Gitarre hier. Ja, wir müssen uns ja anscheinend auch beeilen, denn Gretchen will ja die Weltherrschaft an sich reißen. Und wir sind nicht autorisiert, durch diese Tür zu gehen. Ohne Barbarossa bekommen wir die Tür nicht auf. Das heißt, wir müssen ihn wieder zum Leben erwecken. Ich weiß aber noch nicht, wie. Haben wir gar nichts mehr im Inventar? Barbarossa? Barbarossa, wach auf! Oha, das sieht nicht ohne Barbarossa... Gut, habe verstanden. Hier ist ja alles kaputt. Können wir da noch was reparieren? Können wir Leben retten? Mit unseren Fähigkeiten. Schauen wir uns den Patienten mal an. Ich probiere es mit einem Kaltstart. Patient soporös. Reset, repeat, rewind. Ja! Mit Herr Taft kann ich gar nicht reden. Aber wir haben jetzt Wichtigeres zu tun als Smalltalk. Wir müssen ein Monster aufhalten. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt die Hühner satteln? Gretchen, bitte hör uns zu. Mach die Biege, Freunde, sonst gibt's Saures. Aber dieser Herr hier möchte nur nach Hause. Durch das Portal. Tja, das Ding hat leider kaum mehr Saft. Mehr als einen Sprung wird's nicht geben. Und das wird meiner sein. Euer Pech. Wir können dich nicht so weitermachen lassen. Sehen Sie nicht? Sie zerstören alles um sich herum. Mir egal. Als ob es in diesem Kaff irgendwas Erhaltenswertes gäbe. Was ist los mit dir? Ich hätte nie gedacht, dass du so sein könntest. Und genau das war dein Fehler, Bambi. Du hast doch keinen blassen Schimmer, welche unglaubliche Macht dieses Portal mit sich bringt. Mein Lebenswerk. All die Jahre der Suche und zack, ist es da. Und du hast mich auch noch direkt hingeführt, du alter Esel. Oh, ich sage euch, wenn meine Mutter mich sehen könnte. Deine Mutter? Meine Mutter. Ich erzähle euch das jetzt nur, damit ihr nicht dumm sterben müsst, aber falls du es noch nicht geschnallt hast, nochmal zum Mitschreiben. Meine Mutter hat diese Anlage errichtet. Das ist ihre Arbeit. Sie ist die Millennium-Kooperative.
Ich werde losziehen und sie finden, auf der anderen Seite. Und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ich verstehe dich. Aber ist es das wert, die ganze Welt mit in den Abgrund zu reißen? Wir müssen einen anderen Weg finden, Gretchen. Was soll ich noch mit dieser Welt? Sie ist mir egal. Sie hat mir nichts als Kummer bereitet. Da, wo ich hingehe, wartet eine neue Welt auf mich. Viele neue Welten! Das können wir nicht zulassen. Ma'am, treten Sie von der Konsole zurück. Bevor wir ungemütlich werden. Okay, Jungs, es reicht. Ich habe euch gewarnt. Dolores wird jetzt die Steuerung übernehmen. Bestätige, Gretchen. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsstufe 1. Hoch damit und raus mit ihr. Volle Energie und fertig ist die Dolores-Infanterie. Nein! Lazarus? Schnell! Schnell! Spiel was auf deiner Gitarre. Powerpuff Girls! Regenbogen-Power! Oh! Das ist natürlich nice. Mit dem können wir auch nichts machen. Und nun? Jetzt auf die. Schnell! Was ist, wenn ich jetzt hier nochmal? Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja hier alt ja nichts. Gut, ändert sich nichts. Lass mich mal kurz... Aufhören! Okay. Ich komme nicht nah genug an sie heran. Ich komme von hier leider nicht ran. So, jetzt aber mal hier Hotspot. Hier können wir noch hin. Gut. Ich komme nicht ran. Ja, dann mach doch hier deinen super Laserstrahl... Da drauf, hier, wir können darauf schießen. Ich komme von hier leider nicht ran. Du sollst ja auch was dorthin schießen. Ich verstehe das noch nicht so richtig, was wir jetzt tun sollen. Ah, hier. Jetzt sind wir drin. Okay. Habe ich jetzt hier was getan? Lazarus? So, jetzt aber. Wegsammeln die Alte. Guck mal, bei der dampft das schon. Ich komme nicht nah genug an sie her. Ja, dann schießen wir einfach nochmal. Guck mal, das dampft doch schon bei der. Kann ich... Na, dann schieße ich halt jetzt hier rein. Lazarus ist... ist wahrscheinlich schon tot. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe. Da gehe ich jetzt mal hier. Kann ich hier irgendwas tun?
Lass mich mal kurz, nö, hier kann ich gar nichts machen. Ach nee, warte mal. Okay, das ist ein bisschen knifflig jetzt. Mhm. Aber wozu? Ich hab's doch gerade kaputt gemacht. Verstehe ich gerade nicht. Dann nehmen wir das Ding hier drin auch nochmal. Anscheinend muss ich das jetzt wieder zusammensetzen. Warum auch immer. Nee, Quatsch, erstmal hier rein. Regenbogenattacke. So, genau. Jetzt, Herr Taft, ich wähle dich. So, zack. Oh Gott, hoffentlich mache ich das richtig. Ich bin gerade null Ahnung, was ich hier überhaupt tue. Was das hier bringen soll. Und jetzt? Jetzt setze ich das wieder zusammen. Okay, So, dann mal zu dem Herr Taft. Kann ich hier schon irgendwas tun? Ich kann hier halt auch nicht raus, ne? Okay, also muss ich, muss ich nochmal in die Kugel rein? Ich blick noch nicht so wirklich durch. Mal gucken. So, jetzt erstmal das. Da kommt der hier lang gedüst. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Fehler. Speicherüberlauf. Ja, aber. Jetzt mache ich das kaputt. Ah. Ich kann mir jetzt sozusagen aussuchen, wohin. Oder? Guck mal, hier ist gefährlich. Kann ich jetzt hier rein? Oh, Tatsache. Was ist geschehen? Wo ist meine Stimme? Hallo? So, Leute, ich glaube, wir gehen langsam dem Ende entgegen, aber ich würde ja trotzdem noch mal einen kurzen Cut machen und mir noch eine Folge für das nächste Mal aufheben, denn ich glaube, sonst wird die Folge viel zu lange, weil ich muss ja, glaube ich, noch ein paar Mal rumprobieren. Okay, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was in der nächsten Folge passiert. Und ich freue mich, wenn es euch gefällt. Also bis zur nächsten und ich denke mal letzten Folge. Macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.